Mein Name ist Marjolein van der Waal. Ich arbeite seit 2005 bei Deloitte in das Indirect Tax Steuerbereich. Ich bin in die Niederlande angefangen bei Deloitte und seit 2015 arbeite ich hier in Deutschland. In Indirect Tax arbeiten wir mit VAT und Zoll. Das sind Transaction Taxes, das sind auch sehr globale Taxen, wo wir unsere Mandanten eigentlich beraten, um das alles gut aufgestellt zu haben. Wir arbeiten auch sehr eng zusammen mit IT, weil die Transaktionen alle in ERP, durch das ERP laufen. Und deswegen müssen wir auch sehr oft mit Consulting oder unsere eigenen ITs zusammenarbeiten. Momentan arbeite ich an einem Projekt, ein sehr globales Projekt, zusammen mit 30 anderen Ländern, auch mit unseren Deloitte-Kollegen aus diesen Ländern, wo wir die Steuerabteilung und die Steuertransaktionen eigentlich komplett versuchen zu optimalisieren, effizienter zu machen, zu automatisieren und auch ein Shared Service Center aufzurichten für eigentlich alles, was zu tun hat mit den Indirect Tax Steuern bei diesem Mandant. Ich bin bei Deloitte eingestiegen, weil die Menschen und die Kultur sehr interessant waren. Und es war auch sehr gut, dass bei Deloitte ist es nicht so, dass man so in einem Bereich arbeitet, aber kann wirklich zusammenarbeiten. Und das fand ich auch sehr toll und interessant. War das für mich eine gute Wahl. Wir suchen Leute, die ganz offen sind, motiviert, out of the box denken können und auch ein bisschen IT-affin haben. In unserem Bereich ändert sich sehr viel, weil die Digitalisierung ist daran. Und das bedeutet, dass die Tax Authorities, sie haben Zugriff zu allen Daten von unseren Mandanten, auch global. Und deswegen müssen wir unsere Mandanten nicht nur steuerfachlich mehr beraten, aber auch, was wirklich in die Daten steht. Und deswegen sind wir auch mit Robotics, Innovation, Data Analytics und so weiter unterwegs. Und ist nicht nur mehr unsere fachliche Kenntnis wichtig, aber auch sonst durch unsere IT und alles, was wir bedenken können. Tax & Legal ist fun, professional und einfach the best.